So, willkommen zurück zur ESL Thinkfast Razor League, der fünften Gruppenphase, Spiel 2 und möglicherweise letztes Spiel zwischen Genuine Dota und Rise Gaming. Die Rise Gaming im letzten Spiel doch Genuine Dota ziemlich stark outdrafted haben. Best of 3, das letzte Spiel der Gruppenphase und wir werden sehen, ob es bei zwei Spielen bleibt oder ob Genuine Dota hier zurückkommen können und vielleicht doch noch an Spiel 3 herausholen können. Ich hatte es eben schon gesagt, beide Teams sind in den Playoffs. Es geht nur noch darum zu entscheiden, wer am Platz 1 und Platz 2 ihrer Gruppe ist. Und im Endeffekt dann um, glaube ich, Bracket-Entscheidungen, wer wo beginnt oder welche Bonuspunkte da im Playoffs introduced werden. Bin mir in den Playoffs noch nicht so ganz sicher. Hab noch nicht so wirklich ins Regelwerk reingeguckt, denn es ist ja noch ein bisschen hin. Und ja. Ist auch relativ unerheblich, wir werden ganz viel tolles Dota sehen. Das erste Match war sehr, sehr spannend und entscheidend und man hat sehr schön, auch wenn es ein Outdraft war, sehr schön gesehen, dass beide Teams ihr Lineup exekuten können. Und deshalb freue ich mich auf beide Teams in Playoffs und das wird, da werden sehr, sehr wenige One-Sided Games, glaube ich, auftreten in den Playoffs. Jenny Dota Band hier Wisp, der doch im letzten Spiel sehr, sehr entscheidend eingesetzt wurde. Death Prophet und Brewmaster sind hier drin. Nur Brewmaster First Pick ist halt so eine Sache, wenn Scareth Mage als quasi Hardcounter dafür da ist. Von daher glaube ich hier, dass es ein Ogre wird. Because First Pick. Okay, aber das ist tatsächlich ein Scareth Mage. Vielleicht um zu verhindern, dass sie Brew picken. Von wegen Brew Scareth wäre hier durchaus eine Möglichkeit gewesen für Jenny Dota, um halt diesen Scareth Mage Counterpick gegen Brew zu verhindern und gleichzeitig einen Brewmaster zu haben, der doch ein sehr, sehr starker Held ist. Aber Jen und Dota gehen wieder mit Ogre Jakiro, die einfach zu starke Helden sind. Also ich könnte jetzt Rise Gaming einen Brewmaster nehmen, wenn sie schon Scareth Mage haben. Oder mit was anderem starken gehen. Oder einen Earthshaker, wenn sie damit, wenn sie den Earthshaker gerne spielen. Tja, auf jeden Fall von beiden Seiten jetzt schon starke Support-Duos aufgepickt. Sky und Earthshaker können sehr gut rotieren. Jakiro und Ogre Magi, da sieht es ähnlich aus. Rise Gaming bann hier den Wraith King, der letztes Spiel ja, so meh funktioniert hat. Hat doch eigentlich ganz gut funktioniert, aber es hat halt nicht gereicht in dem Sinne. Death Prophet jetzt ist dann doch noch gebannt. Wenn wir doch nicht drin haben, Brewmaster könnte hier noch rauskommen. Aber erstmal ein bisschen Push verhindern. Liken mit dem Jakiro zusammen wäre natürlich immer eine ziemlich starke Push-Kombo. Aber, wie wir im Game um 18 Uhr gesehen haben, ist da noch die Möglichkeit des Terrorblades. Andererseits das Game um 18 Uhr, weil kein guter Show vom Terrorblade, denn das wäre ein Troll-Game. Tja, Centaur wird zuletzt gebannt. Ja, auf jeden Fall für Rise Gaming der obvious Third Pick gewesen, denn Cent ist too strong. Jane Dota wäre allerdings auch ganz gut gewesen, von daher haben sie dann vorher entschieden, dass sie keinen Cent picken werden. Und werden hier was anderes picken. Bin mal gespannt, was es sein wird. Müssen halt jetzt irgendwas zeigen. Auf der Offlane könnten sie aber auch einfach im Tidehunter gehen. Das wäre gar nicht mal so schlechter Pick hier einfach. Ein Tidehunter ist halt einfach stark. Könnte nochmal ein Clockwork picken, aber das wäre keine gute Idee. Ja, da kommt der Tidehunter. Because strong. Haben jetzt doch ein gutes Teamfeldpotenzial, was sie letztes Game nicht hatten. Aber Brewmaster für Rise Gaming. Das ist scary. Und das wird dann halt die Frage sein. Wer drückt als erstes R? Tidehunter oder Brewmaster? Außerdem sind da... Ja, ich muss zugeben, gegen... Also, nein, nicht zugeben. Sieht ziemlich danach aus, dass der Brewmaster hier in dem Spiel ein BKB braucht. Um das konsistent abzugeben. Die Möglichkeit, so ein von so einem Icepath oder von einem Stun getroffen zu werden, ist doch relativ groß. Besonders wenn er vorher versucht zu klappen, wird er doch relativ eindeutig von einem Fireblast gestunt. Dann kommt der Icepath. Und dann kommt die Ravage. Und dann...
Wird es doch schwierig mit dem Splitten. Andererseits, die Ravage ist hier auch relativ gut, weil Earthshaker und Scarlet Mage doch relativ squishy Supports sind. Earthshaker geht so, besonders halt auch, weil er dann wahrscheinlich sehr weit hinten sein wird und erst nach der Initiation vom Titan da reinkommen wird. Wobei allerdings Scarlet Mage auch ein bisschen weiter hinten steht, aber meistens noch in Ravage-Reichweite. Genuine Dota brauchen jetzt irgendwas. Und zwar irgendwas, was ein bisschen teamfighten kann. Der erste Core. Mitte oder Carry? Das ist halt die Frage. Oh, das ist eine Templar Assassin. Nicht mal wieder, aber es ist eine TA. Ist gegen Brewmaster durchaus ein guter Pick. Gut zum Harrison. Und das lässt den Carry noch übrig. Templar Assassin ist auf jeden Fall ein Held, der mit dem Brewmaster mitgehen mithalten kann. Was sehr schön für Genuine ist. Die Frage ist, was Thrash Gaming dagegen wirft auf der Offlane. Ich schätze mal, Carries werden wieder Last Pick sein. Haben wir jetzt hier noch relativ viel Reserve Time, was sie darauf werfen können. Ich schätze mal, es ist irgendwas mit BKB. Lassen sich hier doch noch relativ viel Zeit und picken jetzt den Slark. Den sie letztes Mal sogar gebannt hatten. Hm. Ah, Slark. Bin mal gespannt, sollte eigentlich okay sein. Ist jetzt die Frage, wie viele Helden er so solo halt findet. Weil ich glaube, ein Titan da ist ein bisschen zu groß, um ihn zu verspeisen. Er ist doch ein zu starkes Seemonster, als dass so ein Hai den essen könnte. Jakiro und Ogre Major sieht das schon anders aus. Aber. Ja, ist ja die Frage, ob er die alleine treffen wird. Huska als letzter Bann mal wieder. Allerdings glaube ich, dass man ziemlich viel Heal für Huska braucht. Deshalb. Glaube ich nicht, dass es der hier als Last Pick gewesen worden wäre. Außerdem brauchen sie einen Offlaner. Und ich glaube nicht, dass Slark so eine gute Idee ist offline. Denn so ein bisschen Farm könnte man ihm eigentlich schon geben. Ja, Offlane für Rice Gaming. Andererseits auch ein bisschen greedy hier mit Slark als einem Late Game Carry zu gehen. Hm. Ich glaube trotzdem, dass es noch eine Offlane für Rice Gaming wird und hier noch ein Carry für Genuine Dota. Vielleicht könnten wir hier mal wieder sowas wie eine Medusa oder so sehen. Die hier, glaube ich, gar nicht mal so schlecht wäre. Allerdings ist ein BKB hier eigentlich Pflicht. So wird es dann für den Brewmaster, Clap für Brewmaster, Fissures, Mystic Flares. Da ist halt einiges drin. Deshalb glaube ich hier, dass ein BKB-Held gut wäre. Vielleicht sogar ein Anti-Match, sowas in der Art. Weil dann haben sie doch ein relativ cooles Zeitfenster, wo Rice Gaming noch nicht so überfarmt ist. Und hier Genuine Dota ganz gut gefarmt ist. Aber sie haben noch ein bisschen Zeit. Mal schauen. Ansonsten was Offensichtliches. Dachte ich eigentlich nicht, nee. Und es ist der Necro, der diesmal von Genuine Dota aufgepickt wird. Und, ja, das weiß ich nicht, das ist so ein bisschen, haben sie jetzt relativ wenig Late-Game-Chancen, also so Ultra-Late-Game, deshalb sollten jetzt Rest Gaming auf jeden Fall einen Carry picken, der da später gehen kann. Weil sonst haben sie prinzipiell einen Slark und einen Brewmaster-Split fürs Late-Game.
Müssen früh fighten können. Müssen aber auch late gehen können. Es könnte eine Luna sein. Also ich weiß nicht, vielleicht doch Slark auf die Offlane. Aber eigentlich brauchen sie eine Offlane. Centaurus raus, Clockwork wäre noch drin. Vielleicht sogar sowas wie ein Weaver oder so. Und bei Jakiro Ogre, ja, kannst du den Weaver eigentlich vergessen. Na, 20 Sekunden haben sie noch. Offlaner. Ja, wir werden sehen. 10 Sekunden. Kann ich ja noch abwarten. Und es ist ein Silencer. Also ein Mitte- oder Core-Silencer mit einem Brewmaster vielleicht sogar offlane. Je nachdem, wie das Ganze funktionieren wird. Es scheint ein Brewmaster offlane zu sein anhand des Picks. Interessant. Somit, ja, wobei. Crush, achso. Oder ist es eine Aggressive Lane? Mal schauen. Na, dann introducen wir erstmal Genuine, die dort da einfacher sind. Wir haben Pick und Jadwa auf den Supports, wie eben Jakiro und Ogre. Wir haben Zu, diesmal auf dem Carry Necrophos. In der Mitte Mastermind auf seiner Templar Assassin und zuletzt Zugraf auf dem Tidehunter auf der Offlane. Matrice scheint wohl den Slark auf jeden Fall mal auf die Safe Lane zu bringen. Crush Dota dann den Brewmaster in der Mitte und ein Aggressive Dryland tatsächlich mit Tormann, Yoda und Ecke. Ist gar nicht mal so eine schlechte Dryland. Wird man nur sehen, inwieweit die gegen doch gegen eine Sustain-heavige und Control-heavige Dryland da funktionieren könnte. Also funktioniert. 30 seconds to battle. Ward geblockt, wollen hier die Rune securen. Und nicht unbedingt einen Engage auf Level 1 forcen. The battle begins. Und ist die Bounty-Rune oben? Nein, Regen-Rune. Na gut, nicht so dolle. Tidehunter kriegt die Bounty-Rune. Weiß nicht, ob sich Slark hier gezeigt hat. Ob sie jetzt wissen, dass das aggressive wird. Aber spätestens hier, wenn... Wobei, wenn sie Slark gesehen hätten, wäre das auch nicht so eindeutig. Um rechtzeitig, um die Creepwave noch ein bisschen zu blocken. Und dann... Schauen wir mal. Ogre Magi scheint doch schon als erstes mal in den Weg in die Mitte zu gehen. Deswegen würde er halt noch gerne warden. Sehr viel Emphasis auch auf die Top-Lane hier. Whoops. Und Skyrath Mage ist raus. Haben hier den Ogre wohl nicht gesehen. Hat die Ward gestellt, bevor er in Tower Range gekommen ist. Tja, das sehe ich, Skyrath Mage. Ja, geht's auf jeden Fall jetzt hier Aggressive Dryland und Jennen können sich überlegen, ob sie das wollen. Oder ob sie vielleicht doch swappen. Das Lineup Slark gegen Tidehunter sollte Tidehunter eigentlich okay sein. Anchor Smash ist halt eine sehr starke Waffe im 1-on-1. Besonders im 1-on-1 Melee. Da wird Slark eine richtig schwere Zeit haben. Hat auch schon einiges an Regen mitgebracht. So wie Tidehunter halt auch. Naja. Habe ich aber das Gefühl, dass Tidehunter doch da einiges in Space bekommt. Und den Slark halt auch davon abhalten kann, da zu viel zu tun. Anchor Smash wird hier gepickt. Aber doch einiges an Hits. Halt auch mit dem Essensshift auf Level 1. Kann man schon einige Hits raushauen. Haben wir sogar einen Ward gehabt, der geblockt hat von sich aus selber. Hätten sie sogar stehen lassen können. Aber es ist halt Easy Gold in dem Sinne. Wobei er natürlich auch länger gehalten hätte als das Sentry Ward. Aus der Richtung. Aber ja, jetzt geht's los. Curse of the Silent. Auf 2 schon. Ist natürlich bitter. Finden hier den Ogre. Aber ein bisschen awkward. Ogre kann er nicht näher und diese Bots wollen eigentlich auch nichts machen. Denn Tormann farmt gerade. Und das ist doch irgendwie okay so.
Su wird hier oben nicht so viel Mana haben. Hat auch nichts Wirkliches, um ihn runterzuholen. Hat aber immerhin später die Sacrifice Aura, Sadist Aura, um da das Mana wieder zurückzuholen. Interessant, Titan kriegt relativ viel Damage, obwohl er einen Anchor Smash hat. Aber kriegt er nicht wirklich Last hier. 3-1. Und kriegt noch diesen letzten Hit dann doch noch ab. Temple Assassin hat auch ein paar Probleme hier zu Last hinten. Also, Last Hits doch nicht, aber hat auch einfach wegen dem Drunken Brawler. Drunken Haze. Nicht Drunken Brawler, das ist das andere. Mit dem Drunken Haze ist es doch schwieriger, da zu Last Hitten, wegen der Evasion-Chance. Ja, und hier sehen wir schon halt schon. Matrice muss sich hier zurückziehen. Zumindest die erste Region fressen. Allerdings ist Titan halt auch durch seine Region durch. Haben beide gleich viel Region gebraucht. Aber im Prinzip. Ja, beide hat es gleich viel. Ja, also unser Even Lineup unten. Mitte ist auch relativ even. Kleiner Vorteil für Mastermind hier. Da halt doch ein bisschen mehr Ranged ist. Und oben können beide Helden so ein bisschen farmen. Natürlich so weniger. Aber. Ja, ist ja die Frage. Ist ein Standoff dort. Und First Blood ist noch etwas hin. Ist ja noch nichts so Einfaches zu sehen. Auch mit dem Double Damage. Auf Crush. Scheint hier erstmal nichts zu passieren. Außer dass er ein bisschen auf den Last jetzt aufholt, sind jetzt im Last jetzt even. Nur eins voraus. Kann aber halt auch nicht so wirklich was machen. Wegen der Refraction einfach. Zugriff Matrice sind jetzt ähnlich in ihrer Regen. Aber er versucht jetzt gleich einen Go zu machen. Zugriff muss hier fighten. Würde eigentlich gerne weg. Hat Stick Charges. Aber oh, wird von Dragon Creeps geblockt. Bitter, First Blood. Hat noch die Salve, aber hat keine Möglichkeiten gehabt, hier eins zu sitzen. War sehr knapp, aber auch schöne Pounds, wo er gesehen hat, okay, wenn wir hier One-on-One fighten, dann gewinne ich das Ganze. Schön gemacht von Matrice. Ansonsten halt sehr defensiv hier. Sehr defensiv, aber es lag Level 6. Wo er halt jetzt die komplette Region der Welt erstmal hat. Was ihn auf jeden Fall auf der Lane weiterhelfen wird. Zugriff erst Level 4, also schon relativ viel Unterschied. Einfach, dass er 9 Denies hat. Und jetzt hat jetzt noch einfach ein bisschen mehr Harris draufwirft. Silencer in the meantime, na gut, kriegt oben den Kill. Wahrscheinlich durch eine relativ gute Fischer. Und Jaito wird hier auch noch down gehen. Hatte den Stick hat gerade so überlebt gehabt. Aber geht ja auch noch down. Kam nicht mehr rechtzeitig weg und haben den Turn übersehen. Dass da halt Ryze jetzt doch turnen konnte. 3-0 für Ryze schon. Und jetzt muss Janine halt aufpassen, dass es halt nicht so schnell wirklich aus der Hand geben. Denn die Mitte läuft einigermaßen gut. Toplane kriegt immerhin ein bisschen Farm. Wobei es jetzt halt doch schon sehr, sehr weit zurückgegeben ist von Su. Also mit dem N-Death ist er halt auch in einer Weise relativ weit zurück. Zugraf wird hier halt unten relativ weit rausgeharrist. Einfach weil Slank mit ihm halt ziemlich einfach Hits traden kann. Ohne irgendein Problem zu haben damit. Tja. Ist halt die Frage, inwieweit da noch viel möglich ist. Okay, nee, keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Nein, aber Zugriff kriegt hier eine Invis-Rune. Kann das mal erstmal auf der Lane bleiben, aber so richtig viel hilft es ihm halt auch nicht. Haben jetzt hier gezeigt, dass sie hier eine Ward haben, aber die ist jetzt sowieso in 5 Sekunden weg. Wird hier noch gesehen, dass sie vorbei ist. Vielleicht können sie da jetzt einfach wieder eine neue stellen. Tatsächlich, Fischer wird benutzt, aber ein bisschen daneben.
Könnten allerdings eventuell einfach wegen dem Slowdown noch down bekommen und es tatsächlich poppt vom Last Word. Dann kriegen die den Kill. Innenseite Zugraf wird wieder gehuntet von den Matrice. Aber ist mit dem Anchor Smash halt jetzt okay. Level 3 Anchor Smash, Level 3 Krakenshell. Erstmal nichts zu tun, keinen Punkt in Ravage. Vielleicht hat er sich entweder verklickt oder hat gesehen, okay, die Link-Stage wird ein bisschen länger gehen. Dann brauche ich die Ravage dann nicht, was der wahrscheinlichere Fall ist. Hier unten hat auch Level 6 zu sehen, auch für die TE hat er auch wieder einen Vorteil. Weil sie mehr Last Hits hat und deshalb früher Level 7 ist. Aber oben wieder ein Clash. Zu wird angegangen. Last Word ist gesilenced. Ah, dann geht es hier dann doch noch down. Wegen dem Last Word, das geprockt hat, wo er ein Spell machen wollte. Und Jaitra wird hier ewig gekitet. Kommt nicht an Yoda ran, um noch vielleicht einen Return zu bekommen. 6 zu 0 für Rice Gaming. Wird krass, die Trailer oben funktioniert hat absolut nicht. Weil prinzipiell die Fissure ist halt einfach vom Earthshaker vorhanden. Und ja, für Genuine ist halt nicht so wirklich viel für die Initiation vorhanden. Zugraf scheint hier unten jetzt auch noch down zu gehen. Aber Matrice will nicht zu weit diven, denn er könnte halt noch die Ravage haben, aber 14 Leben. 50 Mana, einfach dass er 17 Essence Shift Stacks genommen hat. Ist halt schon krass. Ist halt schon einiges. Und jetzt mit der Double Damage wird das halt noch übler. Muss aber sowieso zurückgehen, der Titan da. Daher wird hier erstmal nichts passieren. Ecke kriegt einen Stun ab, aber sonst nichts. Allerdings, Jaitra muss jetzt hier aufpassen. Es ist laut. Fischer verhindert, dass die Leute kommen können. Und der sollte auch schon vom Curse eigentlich austicken. Und jetzt besonders vom Arcane Bolt. Oh, 18 Leben. Na gut. Knapp, aber jetzt ist Crush da. Mal schauen, ob sie jetzt hier oben forcen können, da mehr zu machen. Kommt natürlich zu einer Zeit, gerade wo die Creepwave da ist, wird also gesehen. So ganz optimal, das lässt Mastermind in der Mitte noch ein bisschen mehr Space, um weiter vorauszukommen und noch ein paar Items zu bekommen. Ah, das Problem ist halt jetzt, dass er oben gedived wird, ne? Zu versucht irgendwie so abzuhauen. Fischer ist da. Jaitra könnte abhauen, er wird aber vom Beerman-Pick geblockt, so ungefähr. Zu wird wohl down gehen, hat Stick Charges aber noch. Und überlebt das tatsächlich noch. Aber Crush holt sich auch noch den nächsten Kill hier. TPs kommen rein. Die Frage ist, ob das TP ist, ja, mit dem. Oh, splittet einfach im richtigen Moment. Und kriegt hier sogar noch den Return Kill auf Jaitra. Blockt ihn hier. Ja, blockt ihn hier. Kein No Way to Go. Versucht ein bisschen zu juken. Schafft es tatsächlich auch. Der Punkt ist, sie müssen halt nur abwarten, bis hier Panda down ist. Denn er ist relativ low, aber kriegt den Stun nicht raus. Ice Puff trifft und das sollte das Ende für Crush Dota sein. Ja, im Endeffekt aber Hashtag Space Created. Und zwar richtig. Erster Kill ist auf dem Brewmaster jetzt angegangen, aber wie sie dafür fighten mussten. 9 zu 1 für Rice Gaming. Die hier die Schlinge so ein bisschen enger ziehen im zweiten Game. Wir bauen die Rune unten fürs Slark, immerhin. Und beide Supports, genau, rotieren jetzt in die Mitte. Um, ja, vielleicht da ein bisschen Action zu machen. Sollten aber hier smoken, ja. Weil die Traps sind natürlich, scouten natürlich schon einiges aus. Und finden jetzt hier die Tempel Assassin, die low ist, aber am Dust natürlich auch. So viel zu Invis Rune. Aber Bums poppt und super schnell ist sie da. Und jetzt müssen hier Rice gucken, dass sie da schnell wegkommen. Ice Path trifft und das könnte das Ende für Ecke bedeuten hier. Aber Fischer ist da. Trifft schön. Die Frage ist, ob sie wegkommen. Nein, das Low ist zu groß. Und Ecke wird hier down gehen. Und sogar noch einen. Ein Ulti vom Necrofrost draufgeworfen. Also, ja. Haben ein bisschen mehr Cooldown. Added Respawn Time. Aber die 30 Sekunden. Ob die halt den Cooldown wert sind für den Damage. Nicht sicher. Aber ein weiterer Kill für Genuine. Auch wenn es nur ein Support war. Der zweite.
der erste. Bottom Tower wird jetzt vom Slark umgebracht. Hat jetzt auch schon seinen Yasha fertig. Und daher wird er bald soweit sein, dass er dann einfach nur noch jagen geht. Guckt hier, dass er den Rune dort bekommt. Sieht halt auch, dass unten keine Ward ist, ne? Ist halt auch ganz schön beim Slark, dass er dann halt auch sieht, was Sache ist. Kann hier in Ruhe warten, dass da nichts passiert. Wird er nachher auf Basher gehen, hat er schon den sein Belt of Strength da. Tja. Slark sieht hier, wo die Trap ist. Können ja doch easy die Warden, falls sie da demnächst mal was machen wollen. Ich glaube, es ist da, um zu wenden, dass Su sich heilt. Kommen jetzt doch noch Arbeits Ravage da, mal schöner Dark Pact, um das Ganze wegzumachen. Und jetzt auch noch ist der Split da. Und das turnen sie komplett. Ravage daneben. Und drei Kills abgegangen, wo sie halt einfach durchgehen können. Ice Path und wunderschön auf drei. Das könnte eventuell dafür bedeuten, dass Sugar wegkommt. Stick Charges, ach, eine Sekunde. Hat das sich überlebt. Crush will unbedingt, nein, ich dachte schon, er will hier unbedingt noch den Kill bekommen. Aber nein, der Hero hatte für ein bisschen zu viele Leben. B-Reactions kommen wegen der Illusion. Naja. Aber immerhin. Naja, wieder drei Kills. Ohne Return-Kills zu bekommen. Jetzt unten ist Slark und müssen jetzt mal auf Mastermind chasen. Dust ist nicht vorhanden, aber muss halt irgendwo um die Ecke kommen. Oder halt auch einfach weiterlaufen. Aber Blink ist jetzt da. Oh, und tatsächlich hat er so lange gewartet, dass ihn das, der Dark Pact doch leider umbringt. Andererseits hatten sie halt beide AOE-Damage-Dinger, die ihn da ziemlich schnell rausholen können. Versucht sie hier an dieser Kante zu juken, aber wird eher schwierig, besonders mit dieser wunderschönen Fischer. Oh, ist die geil. Ja, das Siege des Schicksals des Ogres auch ziemlich gut. Wunderschön gemacht von Ecke hier. 14 zu 2. Es sind immer nur ein paar kleine Kills und es ist nicht wirklich ein Vorteil hier von Ryze. Aber sie haben so viele davon. Also es ist nicht unbedingt ein Vorteil, dass sie das bekommen jetzt hier. Aber, ja. Der Punkt ist halt einfach, dass die jetzt so weit aufaddieren. Es sind einfach nichts mehr. Wir gucken den Networth an und guckt euch mal den Unterschied hier vom Networth an. Die TA hat was und der Rest halt nicht. Und die TA ist halt jetzt auch schon einmal gestorben. Von daher sieht das richtig, richtig übel aus für Genuine. Das ist halt die Frage. Die haben halt alle ziemlich viele Streaks noch, von daher können sie ganz gut zurückkommen. Aber wenn sowas passiert und Jaitre halt einfach mal so reinfeedet ohne Grund, dann ist es vielleicht halt auch nicht so die beste Idee. Also dann, ja. Nicht so gut. Sonst weil sie halt auch Tower auf der Tower abgeben. Kriegen hier Kills, kriegen hier Objectives und kriegen halt auch hier Items. Slark hat jetzt Sentient Yasha fertig. Das war also kein Basher, das war ein Sentient Yasha. Ja. Aber kriegen sie ja wohl Tormann. Ravage wird benutzt, um ihn halt unbedingt down zu bekommen, aber kein Bodyblock. Trotzdem kriegen sie den Kill, nachdem sie so viel da drauf geworfen haben. Alle Ultis, die sie hatten. Aber ja, war da zu weit vorne. Haben wir doch keine Wards, um ihn da abzusichern. Und schöner Wraparound, um den Kill dann zu sichern. Ecke, weiß ich nicht, ob er auf Mana Boots geht oder vielleicht doch direkt auf Blink. Werden wir sehen. Rush farmt hier ein paar Ancients. Und Slark wird hier auf Mastermind treffen. Den er dann wohl. Au, das war vielleicht nicht so eine gute Mystic Flare. Und Mastermind kommt hier da weg.
Flagge ist halt ein relativ guter Counter gegen eine TE. Und finden die beiden Supports. Global Silence ist aktiviert. Und kriegen hier Kill after Kill. Die Pien ist nicht. Boy, 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 boy. Das sieht schlecht aus. Weiß nicht, wie weit der Silence zwischen zum Agar ist. Gar nicht. Hat sich einen Blink-Dagger gekauft. Okay. Silencer Max mag die Blink-Daggers. Krasse Scheiße, krasse Scheiße. 10.000 Gold-Lead. 5.000 XP nur. Wie gesagt, Genuine sind halt nicht per se hinten, sondern nur wegen dieser riesigen Kills und die Objectives, die sie dadurch verlieren. Und werden halt hinten und vorne gecatcht. Haben halt so, guckt euch diese aggressiven Wards an. Hier und hier. Es ist halt wenig Raum zum Farmen. Und Jytra feedet halt nur die gesamte Zeit rein. Ich verstehe nicht, was der Ogre hier macht. Sehr schade. Das ist 0 zu 9. Gott, er hat von 50% von den 20 Kills. Eieiei. Hat er da Lags oder so? Das ist schon ziemlich übel. Und eigentlich. Das ist halt sehr seltsam, weil eigentlich sind wir über einen Skill-Level, wo sowas halt einfach passiert. Dass das hier passiert, ist okay. Also irgendwie Highground jumpen. Das zeigt einfach, wie weit Rise voraus sind, aber krass. Und einfach Highground gehen. Im Prinzip Mastermind, ja, was soll er tun? Kann ja TTPen, aber richtig fighten können sie ja halt doch nicht. Und der Tower ist down. Verlieren sie echt Drax, ohne dass überhaupt fighten? Was? Also ja, können sie halt, ja, können sie nicht deffen. Schon irgendwie klar, aber krass, krass, krass. Die Überlegenheit von Rice hier. Puh. Ja, und jetzt finden sie Mastermind und gehen halt erstmal den abfrühstücken. Und er hat es wohl nicht ganz mitbekommen, dass die hier alle sich umgedreht haben, um ziehen zu laufen. Und das sollte ein Easy Kill sein. Oh, aber wieder Mystic Flare daneben. Das DP war ein bisschen. Ja, na gut, er hat den Earthshaker nicht gesehen. Aber kriegt immer noch Yoda. Stirbt erst später. Ping, 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 ja, ja. Nee, nee. Da hat Yoda nicht so. Die beiden Mystics, die ich gesehen habe, waren beide so vollkommen daneben. Thurman geht auch auf ein Fighting-Bild, denn hey, Agas, wen interessiert das schon? Und wieder die Fischer, die was abbricht. Slark auf der anderen Seite, findet ihr den Necro auf der Seite. Shakiro fällt auch noch 24 zu 4. Ah, es fällt alles auseinander und GG, well played von Zu. Sagen, hier hat keinen Sinn mehr. Wäre normales Ulti rausgehauen. Well played, well played. Aber ein. Im Englischen würde ich jetzt sagen, eine Show of Force von Rice Gaming. Dass sie hier. Die Lineups waren relativ even. Aber einfach nur mit der Aggressive Training richtig zerstört. Und Kills auf jeder Seite der Map gefunden. Es hat richtig übel, wie Genuine hier wirklich an jeder Stelle gecatcht wurde. Und das hat eben das Schicksal besiegelt. Dass hier jetzt so viel gepickofft wurden. Mein Zugriff und Mastermind haben hier richtig, richtig gut gespielt. Aber Jytra hat gefeedet ohne Ende. Und Jakiro und Nikofos konnten halt auf der Lane halt einfach alleine nichts machen. Und Slark hat dann im Endeffekt dann auch auseinandergenommen, weil er das Lineup gegen Titan leider verloren hat. Titan hat leider seine Lane gegen Slark verloren. Das ist mit dem Essence-Shift nicht so ganz verwunderlich, aber war halt nichts zu machen. Auch das Titan da und Mastermind, also Zugriff und Mastermind nur zweimal gestorben sind, war schon. Zeigt schon, dass die beiden noch relativ gut spielen können. Ja. 24 zu 4 dann im Endeffekt der Score. Tja, das, meine lieben Freunde und Freundinnen, war die ESL ThinkFast Razor League, die Gruppenphase. Und nächstes oder übernächstes Wochenende, glaube ich mal, geht's dann in die Playoffs. 8 Teams. Im Bracket Sachen Best of 3 und das Finale ist Best of 5. Wir haben einige starke Teams. Ich kann mir die Teams aufzählen, die wir haben. Wir haben Rice Gaming. Wir haben Genuine. Wir haben auf der anderen Seite Ogorki und Valhalla. Smash Gaming, formerly Road to Tier 5 und Chili Willy. Und Northern Lions und Swaggy Dudes. Somit freue ich mich auf jeden Fall auf den Playoffs. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Like auf Twitter, Sister Son Dota und Twitch Sister Son und YouTube Sister Son. Ja. Und man sieht sich hoffentlich in Playoffs. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Auf Wiedersehen.